Moin und willkommen zurück zu Let's Play Together Castle Crashers mit mir, dem LumiCloud87 und meinem Gast, den Lurchi. Moin! Wir gehen heute in den Waldeingang, oder? Jo, freue ich mich schon drauf. Das sieht auch sehr waldig aus hier. Und die Musik ist auch auf jeden Fall schon mal gut. Besorgen wir es den Baum. Für geile Kirschen. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Alter, auf was reitet er denn da? Der Dino. Lass ihn in Ruhe. Alter, kann ich jetzt auch auf den Dino reiten? Ja, kann man. Ja! Oh, du hast den Dino gestealt, ey. Boah, du bist jetzt voll der Knight, ey. Der Dino ist einfach genial. Oh, die nächste Prinzessin. Und irgendwie. Wer ist er denn, ey? Jack Sparrow, oder? Na, friss dies! Meine Magie ist so scheiße. Ja. Ist ja auch witzig hier, der Typ. Er hat mich vom Dino runtergerissen. Ja, das macht man nicht. Yoshi. Was? Nein. Da geht's aber zur Sache hier bei dem Typen. Ja, der hat mich jetzt zum 100. Mal schmeißt er mich weg. So, er hat's ihn zerrissen. Frühstück für den Dino. Jetzt fehlt nur noch einer. Marvin. Ja, Marvin. Bist du das, Marvin? Nein, Marvin lebt. Das Marvin lebt. Schon. Marvin lebt. Boah, Alter. Die Absidien, ey. Richtig heftiger Hinterhalt hier. Die Robin Hood Kapuzen-Anal-Ausgänge. Ja. Sowas in der Art. Wahrscheinlich irgendwelche hast du den mit deinem Zauber den Kopf irgendwie? Schön wär's. Warte, hier ist noch ein Baum. Ja. Banana. Und Apfel. Du denkst jetzt auch, du bist was Besseres da mit deinem Dino, ne? Ja. Warte, warte. Hier, willst du? Nee. Auf den Schreck fall ich nicht rein. Boah, Ambush. Hier hinten ist irgendwas. Oh, eine Eule. Eine Eule? Ja. Das ist einer von diesen Tierbällen, wie die Krankenschwester das gesagt hatte. Oh. Und die sammelt hier halt Obst für mich auf. Ich will die Eule haben. Eulen sind mega cool. Die können wir aber, glaube ich, so gar nicht tauschen. Ach, alles gut. Ich hole mir einfach meine eigene Eule mit Blackjack und. Ja, genau. Was dazugehört. So was zum Beispiel, wo wir gerade von sprachen. Boah, der Busch bewegt sich, ey. Das kann kein normaler Busch sein. Ja, das ist ja wie bei Asterix und Obelix. Ja. Boah, die Eule. Achso, die kann man nicht mitnehmen. Ich muss dich warnen, dieser Abschnitt ist ein bisschen kaputt. Geil war das denn? Wie am Ende umgekippt ist. Ja. Oh, ist das witzig. Wow, wow, wer seid ihr, ey? Ah, ich hab mir voll den Pfeil in den Rücken geschossen, das macht man aber nicht. Oh, mein Blitz ist so für den Arsch, ey. Warte, dann komme ich hier mal mit meinem Feuer. Bevor ich dazu komme, das zu. Oh, du kannst ja hier die Mistgabel mitnehmen, weil ich irgendwie so einen Käseklopper hab oder was das ist. Ah, sein du musst soll. Mich wiederbeleben, ich bin tot. Was? Ja, wurde hier gesnackt. Das ist gerade ein bisschen unpraktisch. Boah, hau sie erstmal weg. Ja, leichter gesagt als getan. Ui, Level 4. Ach, Leute, haut ab. Ja, die sind echt nicht mehr so schwach, ey. Nee. Okay, wir sind aber auch recht schnell und gut durch den ersten Level durchgekommen. Ja. Von daher sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen schwach. Die blöden Bogenschütze. Ja, hau sie weg. Würde ich ja gerne, aber sobald ich in die Richtung gehe... Du siehst es doch. Ja. Renne ich nach links, rennt der linke weg und der rechte schießt mir in den Rücken. Das sind voll die Arschgeigen, ey. Ja. So, jetzt... Komm, du schaffst es! Wie Marvin! Ja! Oh. Oh
Mann, ey. Richtig guter Humor, ey. Ja. Ui, da ist ein neues Tier. Boah, ja, ich will hier. Es liebt mich. Was ist sich dieses Spiel, ey. Ich glaube aber, das war irgendein nutzloses Tier, was du jetzt hast. Ja, ey, und toll, ich habe ein nutzloses Tier, mein Blitz ist nutzlos. Das ist ja fast wie im richtigen Leben. Ja. Schön, dass du sagst. Ja. Und ich bin schon wieder fast tot. Ja. Da bin ich nutzlos. Ne? Hier, gönn dir das Fleisch. Geiles Fleisch. Boah, ja, das hat's gemacht. Warum sagst du eigentlich, dass mein Viech mega nutzlos ist? Abgesehen davon, dass man nicht bestimmen kann, was es ist, sieht's mega cool aus. Ja, okay. Wenn cool aussehen als Nutzen durchgeht. Boah, wer ist er, ey? Jemand, der hier auf jeden Fall... Oh, Feuer könnte interessant sein. Schau mal, der brennt nämlich weiter. Ah. Aber das scheint ihn dann irgendwie nicht so zu stören. Vielleicht ist er ja schon aus Feuer, oder... Er nimmt schon Schaden, aber er braucht ein bisschen mehr, um... Ein bisschen weggeflogen auch. Oh, da hinten. Ja. Da will einer was. Ja, aber da kommen wir, glaube ich, jetzt noch nicht ran. Also, man kann auch später in die Level nochmal reingehen, um irgendwelche Sachen zu machen. Okay. Ja, gönn ihn dir. Ich gehe mal hier mit meinem Drachen-Seepferdchen weiter. Ja. Oh, das ist interessant. Mein Joypad hat jetzt einen Tick nach unten links weg und nicht mehr nach oben links. Alter, er hat... Du hast einen Ast. Warum hab ich... Ich will kein Ast. Dann drück mal X. Toll. Ey, wo wir gerade von nutzlos sprachen. Ich hab einen Ast als Waffe, ey. Das ist doch geil. Wow. Oh, jetzt weiß ich, was passiert. Ja. Es ist ziemlich offensichtlich. Aber diesmal war es dezent geil. Ja. So dezent, wie es in diesem Spiel geht. Ja. Nix da, ey. Geh nach Hause. Mein Blitz bringt gar nichts. Nein, er ist weg. Wie geil. Die haben wohl nicht mit uns gerechnet. Nee. Ich habe hier jetzt auch eine neue Attacke eben bekommen. Genau. Die funktioniert so und dann... Okay, dann soll ich nicht durchs Feuer rennen. Oh, das sieht nach Boss aus. Ja. Ui. Das ist der Boss. Er scheißt diese Dinger, ey. Ja. Was ihn ein bisschen widerlich macht. Sehr anal fixiert dieses Level. Ein bisschen. Geh weg von mir. Ich glaube, das bringt auch gar nichts, hier gegen die Kleinen zu kämpfen. Weil die halt ohne Ende wieder respawnen. Ohne Ende, ja, das sind auch schon einige. Oh, stirb. Das dürfte erstmal der Zwischenboss sein, ne? Ja. So, keine Panik. Ah. Oh, meine HP sehen auch nicht mehr so gut aus. Aber da haben wir ihn. Ja, rasiert. Gönn dir. Ja. Schon wieder Tiere unterwegs. Oh Mann, ey, Leute. So kaputt, ey. Jetzt muss ich gerade an die Tiere von South Park denken. Ja. Boah. Oh. Du hast das geile Reh. Das Slide-Reh, ey. Aber man muss springen. Ja, und hier gibt's auch noch so ein paar Türen, da muss man durch. Den Eingang erkennt man am Lichtschein. Du kannst von ihm auch nicht erwischen. Doch, man kann von ihm erwischt werden. Dadurch. Mann, bin ich schlecht, ey. Dabei hast du schon das geile Reh. Ja. Das ist wie Simpsons damals für den Amiga, Leute. Das erste Spiel, das ich in meinem Leben gespielt habe. Ja.
Ich bin wieder tot. Und diesmal komme ich glaube ich auch nicht wieder. Wahrscheinlich dann nach der Sequenz. Gut. Mann, bin ich schlecht. Der will's wissen, der gute Junge. Der guckt dich ein bisschen böse an. Der lässt auch nicht ab. Lasset ab von dem Wahnsinn. Mann, bei dem Viech möchte man aber eigentlich nicht im Windschatten stehen. Nee. Seine Rede, so muss halt auch nicht laufen, ne? Das leidet halt die ganze Zeit. Ja. Wahrscheinlich war ich deswegen so im Nachteil. Guck mal, alles was ich habe, ist scheiße in diesem Spiel. Der wollte wissen, der gute Mann. Da bin ich doch wieder. Genau. Hier kannst du, glaube ich, auch auf die Viecher draufspringen. Von den Steinen solltest du dich nicht erwischen lassen. Ein Hai! Ja, nimm dir den Hai. Der eine ist böse, auf dem anderen kannst du hier draufstehen und dann hier dich von irgendwelchen Viechern erledigen lassen. Hm. Sehr gut, nee. Nein. Oh Mann, die blöden Fledermäuse, die nerven. Hier ist aber auch alles mögliche im Wasser. Ja. Mann, warum habe ich einen Zweig als Waffe? Das ist ja so kacke, ey. Ja, ich habe irgendein Küchengerät als Waffe. Können wir ja gerne tauschen. Immer schön mit dem Ding wirbeln, dann erwischen die einen auch nicht. Vielleicht doch. Ah. Oh. Das Rad, das möchte ich. Nein, da möchte ich den Fisch. Na, nee. Dann fress mich doch einfach. Gucken wir auf den Fisch. Ja. So ein bisschen schwierig ist das hier gerade schon. Boah, ja. Ah, auf den Fisch. Boah. Oh, da kommt schon wieder einer. Boah, voll. Boah, Leute, ihr seid doch scheiße, ey. Man kann es auch übertreiben. Ich glaube, solange wir hier im Wasser sind, können wir uns auch nicht gegenseitig wieder beleben. Nein, das wäre. Wenn jetzt der Boss kommt, ne? Das wäre natürlich. Ja, warte, ich kann mir mal. Ach stimmt, du brauchst es vielleicht dringender. Bubble. Oh. In sein Gesicht. Oh, ist das unser King? Ja geil, da ist Marvin! Oh. Ja. Ich erkenne ihn. Oh. Und da ist der Boss. Wer bist du? Der Katzenfisch. Hier, diese Fellknäule müssen wir zerstören. Ja? Ja. Warum? Weil die, das Schiff aus dem Gleichgewicht bringen und dadurch die Kanone nicht trifft, die er abschießt. Okay. Ah, mein Joypad ist gerade am rumspacken. Ich komme nicht nach oben. Ich kann gerade nur hier unten am Bildschirmrand irgendwelche Sachen machen. Naja, werden wir schon schaffen. Ja. Ja, der blöde Kanone trifft trotzdem nicht. Au. Hm. Das könnte problematisch werden. Sollen wir da irgendwie mal. So, jetzt kann ich ihn treffen, wenn er zu mir kommt. Ich kassiere zwar auch. Das ist eine Arschgeige, ey. Ja. Ah, ich probiere mal ein bisschen hier mit meinem Joypad rum, ob ich irgendwas machen kann. Ey, unser guter König trifft irgendwie nicht so mega gut. Ja, der trifft eigentlich nur, wenn man vorher dieses Fellknochen ja, schon der zerstört. Ja, mal. Ah, tut mir leid, aber ich glaube, ich kann dir gerade gar nicht helfen. Ja, jetzt müsst ihr ja treffen. Genau, und jetzt kannst du austeilen. Jetzt habe ich gerade nichts. Ja, ich glaube, wir müssen das sowieso gleich nochmal spielen. Boah, ist der nervig, ey. Ja.
Aber vielleicht können wir dann hier schon ein Stück abkürzen und müssen nicht den kompletten Level neu spielen. Ja. So ein paar Checkpoints gibt's da schon. Okay. Oh, ich komme einfach nicht weg. Ja, das ist echt kacke, müssen wir gleich nochmal. Also ein bisschen in die Richtung komme ich doch nach oben, aber halt eingeschränkt. Ach doch, jetzt ist ausgewichen. Ich glaube, ich habe noch... Wie kann ich das wechseln? Ich glaube, ich hatte noch Heiltränke. Hau ab. Man kann ihn halt auf jeden Fall seine Schläge gut blocken. Also das geht. Ah, okay, gut. Da mal am besten weg. Ah. Wenn er jetzt wieder auftaucht, dann spuckt er erst einen Ball. Den kann man erst zerstören. Und dann greift er erst an. Dann kann man gut blocken. Okay, und jetzt können wir austeilen. Boah, das Level-Up kam genau richtig. Ja. Hoffe ich mal, dass ich auch noch eins bekomme. Ah. War's das? Nee, ich lebe noch. Ich muss jetzt erstmal ausweichen. Ja, okay. Kranke Evasion Skills. Ja. Hau ab. Habe ich den Dino? Ja, ich habe den Dino. Sehr schön. Na, na. Dahin ziehen. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier im Level steige. Mhm. Ja! Yes. Alter, den kriegen wir. Ja. Der kann nichts. Schwach begonnen, aber jetzt werden wir stärker, okay? Ja. Aber er macht irgendeine kranke Scheiße. Wieder ausweichen. Komm her, Fisch. Nein, wenn man erstmal im Wasser ist. Ha, hau ab. Stirb einfach. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo ich bin. Irgendwo in ihm drin. Ja. Was halt auch nicht so angenehm ist, bestimmt. Die Reise in den Katzenfisch. Oh nein, ey. Das ist ja wieder hier am Rumgurken, ey. Ja. Schwimm hoch. In die Ecke. Verzieh dich, ey. Das ist dagegen. Ah, wahrscheinlich kann man ihn dann da sogar hinlocken. Hm. Das wussten wir natürlich und haben es dann direkt gemacht. Da haben wir leider eine Chance verpasst, aber ich glaube, den packen wir hier jetzt. Ah. Ich komme da nicht hin. Gut. So, das habe ich und jetzt fahr da ran. Ah, zu spät geblockt. Komm schon. Joypad, lass mich nicht hängen. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Unter ihm. Oh, jetzt stirb doch einfach. Ich müsste auch irgendwo da sein. Ja, ich bin leider momentan noch gar keine Hilfe. Ja, das kriegen wir schon. Und jetzt? Jetzt auf. Ja. Ja. Er schießt nur mal drüber. Sehr gut. Haben sie am Ende doch noch irgendwie geschafft. Jetzt funktioniert's plötzlich. Sehr gut. Auf die letzten Reste. Jo. Jo, diesmal ohne Prinzessin. Sehr gut. Und einen neuen Bereich freigeschaltet. Diesmal müssen wir nicht auf einmal uns gegenseitig bekämpfen. Ja, wie war das? Wolltest du Magie ausprobieren oder soll ich? Ich mach mal Magie. Meine, bis jetzt ist sie so scheiße, die kann nur besser werden. Ja, dann nehme ich hier nochmal ein bisschen Geschwindigkeit dazu, dass der Bogen vielleicht ein bisschen was hergibt. Gut. Dann werde ich mal meine Magie pimpen. Müsste dann auch einen neuen Spruch haben. Ja. Ja, neuer Zauber. Okay. Mit B. Also die zwei auf unserem Joypad. Okay. Ja, und mein Joypad macht gerade verrückte Sachen. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal beim Wiesengrund wieder. Genau, und wenn wir uns weiter durch Gegnerhorden schlachten, vielleicht werden wir auch Marvin wiederfinden. Hoffen. Ja, bestimmt. Marvin, der wird schon wieder auftauchen. Sehr gut. Würde ich sagen, bis dann. Jo, bis zum nächsten Mal.